Hier kommen, glaube ich, 5 Skeletträder. Ich merk's. Ich merk's. Ich werde mich jetzt auch nur noch mit äußerster Vorsicht hier. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Kann gerade nicht gucken, Ravi. Mein Chat ist auch halb verdeckt. So, jetzt kann ich meinen Chat anklicken, jetzt sehe ich auch wieder was. Was ganz Tolles gefunden, was ich abusen kann hier. Flump. Könnten gut 10 sein. Ist größer als es scheint. Naja, wenn man. Schweine aufpassen, auf die Schatten achtet. Geht's. Ja, in dem großen verzweigten Tunnelsystem war ich eben schon mal. Da hatte ich sehr viel Spaß. Toll, für eine Seele. Was ist das hier? Da geht die Tür auf. Nice. Okay. Woher ich das Schwert habe, das ist ein Random Drop von. Die sind miteinander verlinkt. Das ist das Black Knight Greatsword. Das heißt, es mir gedroppt. Okay, also der Raum ist clear und ich habe oben den Weg auf. Will ich mir das Tunnelsystem ansehen? Im Tunnelsystem gibt es einen Schlüssel und einen Pyrus. Was für einen Schlüssel? Es hat schon wieder jemand Schlüssel erwähnt. Jetzt bin ich schon wieder neugierig. Nope. War gerade echt am Überlegen, aber nope. Einfach nur nope. Da gibt es irgendeine Version von Feuerpeitsche. Da ich sehr wahrscheinlich dieses Playthrough komplett ohne mit dem Schlüssel bekommst du. Ember für die Wein plus 10. Boah, das ist. Aber. Mein Problem ist, ich habe nur noch zwei Estos. Das ist gerade mein Hauptproblem. Ich bin folgendes am Überlegen. Und zwar,
Hat die Dame mehr, ja? Das ist die falsche Seite. Netterweise die Vorrichtung aufgemacht. Oh shit, hier geht's schon zum Boss, oder? Wenn ich jetzt gerade auslatsch. Ich gerade auslatsch, müsste ich ja bei Priscilla auskommen. Vorsicht, der droppt irgendwo Neid runter. Ich werde jetzt ballsy und ich werde es verkacken. Okay. Ich wollte parryen. Shit happens. Ich weiß halt echt nicht, ob ich mir die Ember holen möchte. Ich bin so Level 54. Ich weiß halt echt nicht, ob ich die Ember haben will. Ich könnte jetzt hier kindeln. Dann hätte ich 10 Estos. Dann könnte ich mich eventuell unten umgucken. Ganz roten auf dem Turm ist der rote Soapstone. Der interessiert mich nicht. Der rote Soapstone geht mir ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Ich glaube jetzt erstmal zum Bus. Let's try das. Ne, das spiele ich 100% nicht jetzt durchspielen. Und dafür muss ich das mal dem Dicken vorbei. Das Einzige, was mich halt noch interessiert, ist die... war das die Divine Ember? Es ist eigentlich die Divine Ember, ja. Na, wow, natürlich Headshot. Der feine Herr New streamt schon eine ganze Weile wieder. Niemand hat gesagt, dass du Fettsack mitspielen darfst. Get blocked, Buddy. Ne, wer will zuerst? Anscheinend mein Freund hier, so. Okay, du kannst den nicht parry. Ja, ich wollte es probieren. Und die Seelen, die ich da ablegen lassen, sind mir egal. Das klingt hart, aber weiß ich nicht. Wenn ich mich über jedes Mal, wenn ich Seelen verloren hätte, aufgeregt hätte, keine Ahnung. Ach komm, ich kindle, fuck das. Ich kann dir sagen, warum DS1. Weil. Ich sag euch was. Deckt mich halt! Ich will hier.
was erzählen, also halt die Klappe. Ich wollte die zwei Elemente benutzen, okay. Heute habe ich mir eine PlayStation 2 habe ich mir eine PlayStation 4 mit Bloodborne bestellt. Anfangs stand da Liefertermin 25. Alles klar, DHL Express, alles easy. Ungefähr 2 Stunden später bekam ich einen Anruf, dass es Lieferschwierigkeiten gibt, weil anscheinend jeder heute PS4 gekauft hat und meine PS4 sehr wahrscheinlich erst nächste Woche kommt. Und dementsprechend war mein Tag für heute eigentlich gelaufen. Und ja, das ist so mein Tag bisher heute. Wenn du Tor bist, durch das und das. Okay, ich weiß wo. Das. Naja, wie gesagt, ich bin zu meiner Mutter rübergegangen, hab mir meinen Kuchen geholt von heute und ja. Oh, was heißt Kuchen? Meine Mutter hat mich angerufen, gefragt, was ich für einen Kuchen zum Geburtstag will und ich habe gesagt, irgendwas, gib mir ein Frühstück und dann habe ich Käsekuchen gekriegt zum Frühstück, warum auch immer. Und dann, ja. Und dann kam der Anruf, den mir den Tag ruiniert hat. GG. Ja, irgendwie ist der Amount an Invades gerade ziemlich low. Aha! Wo ist der gute Mann da oben? Du hast eine dicke Keule. Ach du Scheiße, du hast das Set. Fucking! Sag mir doch, dass das ein scheiß Caster ist! Okay, lassen wir das. Das Set ist mir egal. Nein, Caster sind überhaupt nicht unbalanced. Alter. Zu gut. Zu gut. Das war nicht lustig. Eigentlich war das gar nicht lustig. Gehen wir Fluffy Tail bewundern. Schnauz voll von dem Gebiet hier. PS, es ist eine Cheater. Ich hab's gemerkt.